Dieses Objekt habe ich Roof Rails genannt. Das sind im Prinzip Dachgepäckträger vom PKW, die sind aus Aluminium und dieses Aluminium ist eloxiert. Eloxieren ist ein Prozess, wo das Ganze mit Strom behandelt wird, um es so schön glänzend zu machen. Der Effekt ist allerdings, wenn da irgendwo ein winziger Fehler in der Eloxalschicht ist, sei es ein 100 Mikrometer Einschluss, dann werden diese Roof Rails einfach weggeworfen. Und Aluminium ist ja ein sehr schöner Werkstoff auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er auch durchaus problematisch. Denn zum einen wird Rohaluminium aus Bauxit, einem Mineral, gewonnen, das eben leider außer Aluminium noch eine ganze Menge andere Metalle enthält, nämlich Eisen und Schwermetalle. Und was dabei anfällt, ist der sogenannte Bauxitschlamm. Und deswegen heißt Aluminium auch überspitzt der rote Tod, weil dieser Bauxitschlamm in riesigen Deponien, Freiluftdeponien gelagert wird, die dann zum Teil auch mal auslaufen können. Weiterhin verbraucht die Herstellung von Feinaluminium, auch Rohaluminium, sehr, sehr viel Strom. Man weiß, dass eine Tonne Aluminium so viel Energie verbraucht wie ein Zwei-Personen-Haushalt in 5 Jahren. Und für diesen hohen Energieaufwand, den man dafür braucht, gehen wir eigentlich relativ sorgsam mit dem Aluminium um. Wir kommen da wieder auf das Thema Joghurtbecherdeckel, der aus Aluminium ist, den wir einfach so achtlos wegwerfen. Wobei das eben mit unter hohem Energieaufwand tatsächlich hergestellt wurde und letztendlich auch wiederum nicht recycelt werden kann, dann in dieser Form. Und von daher sollte man das Material Aluminium durchaus mehr wertschätzen und es ist eigentlich nicht zu verstehen, dass so etwas Hochwertiges weggeworfen wird, weil hier irgendwo ein ganz kleiner, 100 Mikrometer großer Fleck in der Eloxalschicht ist, den normalerweise keiner sieht. Manchmal sind diese Stellen auch sogar noch hier, diese Verschraubung, die man sowieso nie zu Gesicht bekommt.